Shopping is exhausting. Einkaufen ist anstrengend. Shopping is exhausting. Einkaufen ist anstrengend. Lesson 27. Siebenundzwanzigste Lektion. Lesson 27. Siebenundzwanzigste Lektion. Does it taste good? Na, schmeckt's? Does it taste good? Na, schmeckt's? Very good. The food is really excellent. Sehr gut. Das Essen ist wirklich ausgezeichnet. Very good. The food is really excellent. Sehr gut. Das Essen ist wirklich ausgezeichnet. Yes, the starters are delicious. Ja, die Vorspeisen schmecken köstlich. Yes, the starters are delicious. Ja, die Vorspeisen schmecken köstlich. And the main courses are even better. Und die Hauptspeisen sind noch besser. And the main courses are even better. Und die Hauptspeisen sind noch besser. But I think the portions are too big. Aber ich finde die Portionen zu groß. But I think the portions are too big. Aber ich finde die Portionen zu groß. Me too. I am already completely full. Ich auch. Ich bin schon total satt. Me too. I am already completely full. Ich auch. Ich bin schon total satt.
I beg your pardon? Don't you want dessert? Wie bitte? Wollt ihr keinen Nachtisch? I beg your pardon? Don't you want dessert? Wie bitte? Wollt ihr keinen Nachtisch? The chocolate cake tastes so good here. Der Schokoladenkuchen schmeckt hier so gut. The chocolate cake tastes so good here. Der Schokoladenkuchen schmeckt hier so gut. No thanks, I can't. Nein, danke. Ich kann nicht mehr. No thanks, I can't. Nein, danke. Ich kann nicht mehr. Neither do I. I don't take any. Ich auch nicht. Ich nehme auch keinen. Neither do I. I don't take any. Ich auch nicht. Ich nehme auch keinen. I do not understand you. Ich verstehe euch nicht. I do not understand you. Ich verstehe euch nicht. The dessert is the best. Der Nachtisch ist das Beste. The dessert is the best. Der Nachtisch ist das Beste. Exercise. Übung. Exercise. Übung. Does the apple pie taste good? Schmeckt der Apfelkuchen gut? Does the apple pie taste good? Schmeckt der Apfelkuchen gut? Hello, sorry, do you understand German?
Guten Tag, entschuldigen Sie, verstehen Sie Deutsch? Hello, sorry, do you understand German? Guten Tag, entschuldigen Sie, verstehen Sie Deutsch? No thanks, we don't take dessert. Nein, danke. Wir nehmen keinen Nachtisch. No thanks, we don't take dessert. Nein, danke. Wir nehmen keinen Nachtisch. It tastes delicious. I would like a little more, please. Das schmeckt köstlich. Ich möchte bitte ein bisschen mehr. It tastes delicious. I would like a little more, please. Das schmeckt köstlich. Ich möchte bitte ein bisschen mehr. I don't take an appetizer, and you? Ich nehme keine Vorspeise. Und du? I don't take an appetizer, and you? Ich nehme keine Vorspeise. Und du? Lesson 28. Achtundzwanzigste Lektion. Lesson 28. Achtundzwanzigste Lektion. Melanie's Birthday Party. Die Geburtstagsparty von Melanie. Melanie's Birthday Party. Die Geburtstagsparty von Melanie. Good evening, I'm Sonia, a friend of Melanie. Guten Abend, ich bin Sonja, eine Freundin von Melanie. Good evening, I'm Sonia, a friend of Melanie. Guten Abend, ich bin Sonja, eine Freundin von Melanie. The party is great, don't you think? Die Party ist super, finden Sie nicht? The party is great, don't you think? Die Party ist super. Finden Sie nicht?
That's right, but what a heat. Stimmt, aber was für eine Hitze. That's right, but what a heat. Stimmt, aber was für eine Hitze. Oh, I think it's going to rain soon. Ach, ich glaube, es regnet bald. Oh, I think it's going to rain soon. Ach, ich glaube, es regnet bald. Would you like to drink something? Möchten Sie etwas trinken? Would you like to drink something? Möchten Sie etwas trinken? Oh yes, that's a good idea. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oh yes, that's a good idea. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wait, I'll get a glass of champagne for you. Warten Sie, ich hole ein Glas Sekt für Sie. Wait, I'll get a glass of champagne for you. Warten Sie, ich hole ein Glas Sekt für Sie. I'll be right back. Ich komme gleich zurück. I'll be right back. Ich komme gleich zurück. Hello, where are you? Here is your sparkling wine. Hallo, wo sind Sie? Hier ist Ihr Sekt. Hello, where are you? Here is your sparkling wine. Hallo, wo sind Sie? Hier ist Ihr Sekt. Many thanks. You don't drink? Vielen Dank. Sie trinken keinen? Many thanks. You don't drink?
Vielen Dank. Sie trinken keinen? No, I'm driving. I'm drinking apple juice. Nein, ich fahre. Ich trinke Apfelsaft. No, I'm driving. I'm drinking apple juice. Nein, ich fahre. Ich trinke Apfelsaft. Are you Melanie's brother? Sind Sie der Bruder von Melanie? Are you Melanie's brother? Sind Sie der Bruder von Melanie? No, I'm her colleague. We work together. Nein, ich bin ihr Kollege. Wir arbeiten zusammen. No, I'm her colleague. We work together. Nein, ich bin ihr Kollege. Wir arbeiten zusammen. Oh, it's you. Now I understand. Ach, Sie sind das. Jetzt verstehe ich. Oh, it's you. Now I understand. Ach, Sie sind das. Jetzt verstehe ich. What do you understand? Was verstehen Sie? What do you understand? Was verstehen Sie? Melanie thinks her colleagues are very nice. Melanie findet ihren Kollegen sehr nett. Melanie thinks her colleagues are very nice. Melanie findet ihren Kollegen sehr nett. Oh, really? This is funny. Ach, wirklich? Das ist lustig. Oh, really? This is funny. Ach, wirklich? Das ist lustig. They also find your friend great.
Sie findet ihre Freundin auch prima. They also find your friend great. Sie findet ihre Freundin auch prima. Lesson 29. Neunundzwanzigste Lektion. Lesson 29. Neunundzwanzigste Lektion. You can't always be lucky. Man kann nicht immer Glück haben. You can't always be lucky. Man kann nicht immer Glück haben. Tell me, is it still far? Sag mal, ist es noch weit? Tell me, is it still far? Sag mal, ist es noch weit? No, maybe another 15 kilometers. Nein, vielleicht noch 15 Kilometer. No, maybe another 15 kilometers. Nein, vielleicht noch 15 Kilometer. Thank God, the gasoline meter is at zero. Gott sei Dank, die Benzinuhr ist auf null. Thank God, the gasoline meter is at zero. Gott sei Dank, die Benzinuhr ist auf null. Since when? Long time. Seit wann? Schon lange? Since when? Long time. Seit wann? Schon lange? About 20 kilometers. Ungefähr 20 Kilometer. About 20 kilometers. Ungefähr 20 Kilometer. Then we can theoretically do it. Dann können wir es theoretisch schaffen.
Then we can theoretically do it. Dann können wir es theoretisch schaffen. Why are you stopping? Warum hältst du denn an? Why are you stopping? Warum hältst du denn an? It's over. We're out of gas. Es ist Schluss. Wir haben kein Benzin mehr. It's over. We're out of gas. Es ist Schluss. Wir haben kein Benzin mehr. Darn, that's the difference between theory and practice. Verflixt! Das ist der Unterschied zwischen theoretisch und praktisch. Darn, that's the difference between theory and practice. Verflixt! Das ist der Unterschied zwischen theoretisch und praktisch. Exercise. Übung. Exercise. Übung. Can you do it alone or do you need me? Schaffen Sie das allein? Oder brauchen Sie mich? Can you do it alone or do you need me? Schaffen Sie das allein oder brauchen Sie mich? Since when did the gasoline meter stop working? Seit wann funktioniert die Benzinuhr nicht mehr? Since when did the gasoline meter stop working? Seit wann funktioniert die Benzinuhr nicht mehr? In theory he can do that, but in practice he's too stupid. Theoretisch kann er das, aber praktisch ist er zu dumm. In theory he can do that, but in practice he's too stupid. Theoretisch kann er das, aber praktisch ist er zu dumm. Please stop, I want to have a coffee. Halten Sie bitte an. Ich möchte einen Kaffee trinken.
Please stop, I want to have a coffee. Halten Sie bitte an. Ich möchte einen Kaffee trinken. The difference between crap and darn is not very big. Der Unterschied zwischen Mist und verflixt ist nicht sehr groß. The difference between crap and darn is not very big. Der Unterschied zwischen Mist und verflixt ist nicht sehr groß. Thirtieth lesson. Dreißigste Lektion. Thirtieth lesson. Dreißigste Lektion. Service is service and schnapps is schnapps. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Service is service and schnapps is schnapps. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Please, stay a little longer. Ich bitte Sie, bleiben Sie doch noch ein wenig. Please, stay a little longer. Ich bitte Sie, bleiben Sie doch noch ein wenig. It is not late. Es ist nicht spät. It is not late. Es ist nicht spät. I know, but I have to get up early in the morning. Ich weiß, aber ich muss morgen früh aufstehen. I know, but I have to get up early in the morning. Ich weiß, aber ich muss morgen früh aufstehen. Why do you have to get up so early? Warum müssen Sie denn so früh aufstehen? Why do you have to get up so early? Warum müssen Sie denn so früh aufstehen? Tomorrow is Tuesday and Tuesday my boss personally checks the arrival time. Morgen ist Dienstag und dienstags kontrolliert mein Chef persönlich die Ankunftszeit.
Tomorrow is Tuesday and Tuesday my boss personally checks the arrival time. Morgen ist Dienstag und dienstags kontrolliert mein Chef persönlich die Ankunftszeit. But no, tomorrow is not Tuesday, but Wednesday. Aber nein, morgen ist nicht Dienstag, sondern Mittwoch. But no, tomorrow is not Tuesday, but Wednesday. Aber nein, morgen ist nicht Dienstag, sondern Mittwoch. You can still stay. Sie können noch bleiben. You can still stay. Sie können noch bleiben. Oh, Tuesday, Wednesday or Thursday, it's the same for my boss. Ach, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, das ist dasselbe für meinen Chef. Oh, Tuesday, Wednesday or Thursday, it's the same for my boss. Ach, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, das ist dasselbe für meinen Chef. You know, every day is duty day for him. Wissen Sie, für ihn ist jeder Tag Diensttag. You know, every day is duty day for him. Wissen Sie, für ihn ist jeder Tag Diensttag. Exercise. Übung. Exercise. Übung. We don't eat at home on Sundays. Sonntags essen wir nicht zu Hause. We don't eat at home on Sundays. Sonntags essen wir nicht zu Hause. She meets her friend once a week. Jede Woche trifft sie einmal ihre Freundin. She meets her friend once a week. Jede Woche trifft sie einmal ihre Freundin. It's always the same, she gets up too late.
Es ist immer dasselbe. Sie steht zu spät auf. It's always the same. She gets up too late. Es ist immer dasselbe. Sie steht zu spät auf. Unfortunately, I have to go. My wife has been waiting a long time. Ich muss leider gehen. Meine Frau wartet schon lange. Unfortunately, I have to go. My wife has been waiting a long time. Ich muss leider gehen. Meine Frau wartet schon lange. Don't drink too much schnapps. Trinken Sie nicht zu viel Schnaps. Don't drink too much schnapps. Trinken Sie nicht zu viel Schnaps. Thirty-first lesson. Einunddreißigste Lektion. Thirty-first lesson. Einunddreißigste Lektion. Good advice is expensive. Guter Rat ist teuer. Good advice is expensive. Guter Rat ist teuer. Thomas, you should come to the boss. Thomas, Sie sollen zum Chef kommen. Thomas, you should come to the boss. Thomas, Sie sollen zum Chef kommen. Should I or do I have to? Soll ich oder muss ich? Should I or do I have to? Soll ich oder muss ich? You have to know that. Das müssen Sie wissen. You have to know that. Das müssen Sie wissen. I only know that the boss wants you to come. Ich weiß nur, dass der Chef will, dass Sie kommen. I only know that the boss wants you to come.
Ich weiß nur, dass der Chef will, dass sie kommen. Hold on, wait, it's not that easy. Halt, warten Sie, das ist nicht so einfach. Hold on, wait, it's not that easy. Halt, warten Sie, das ist nicht so einfach. Is he in a good mood or bad mood? Hat er gute Laune oder schlechte Laune? Is he in a good mood or bad mood? Hat er gute Laune oder schlechte Laune? Rather bad mood, I think. Eher schlechte Laune, denke ich. Rather bad mood, I think. Eher schlechte Laune, denke ich. He seems pretty nervous. Er scheint ziemlich nervös zu sein. He seems pretty nervous. Er scheint ziemlich nervös zu sein. See, now everything is clear. Sehen Sie, jetzt ist alles klar. See, now everything is clear. Sehen Sie, jetzt ist alles klar. I have to go. Ich muss hingehen. I have to go. Ich muss hingehen. I have no choice. Ich habe keine Wahl. I have no choice. Ich habe keine Wahl. Exercise. Übung. Exercise. Übung. Miss Spielberg, you should call your husband. Frau Spielberg, Sie sollen Ihren Mann anrufen.
Miss Spielberg, you should call your husband. Frau Spielberg, Sie sollen Ihren Mann anrufen. Do you really have to go home? Müsst ihr wirklich schon nach Hause gehen? Do you really have to go home? Müsst ihr wirklich schon nach Hause gehen? You seem very nervous. What do you have? Sie scheinen sehr nervös zu sein. Was haben Sie? You seem very nervous. What do you have? Sie scheinen sehr nervös zu sein. Was haben Sie? Unfortunately, you have no choice. Es muss leider sein. Sie haben keine Wahl. Unfortunately, you have no choice. Es muss leider sein. Sie haben keine Wahl. The children should come to eat. Die Kinder sollen zum Essen kommen. The children should come to eat. Die Kinder sollen zum Essen kommen. Thirty-second lesson. Zweiunddreißigste Lektion. Thirty-second lesson. Zweiunddreißigste Lektion. A dangerous misunderstanding. Ein gefährliches Missverständnis. A dangerous misunderstanding. Ein gefährliches Missverständnis. Oh, it's cute. Oh, der ist süß. Oh, it's cute. Oh, der ist süß. How old is he? Wie alt ist der? How old is he? Wie alt ist der? Can I stroke it?
Darf ich den streicheln? Can I stroke it? Darf ich den streicheln? If you want to. Wenn Sie wollen. If you want to. Wenn Sie wollen. Ouch, he bites, oh you, ouch. Au, der beißt ja. Au, aua. Ouch, he bites, oh you, ouch. Au, der beißt ja. Au, aua. Man, that hurts. Mensch, das tut weh. Man, that hurts. Mensch, das tut weh. Finally, hold your dog back. Halten Sie doch endlich Ihren Hund zurück. Finally, hold your dog back. Halten Sie doch endlich Ihren Hund zurück. You mustn't let such a dog run free. Sie dürfen so einen Hund nicht frei laufen lassen. You mustn't let such a dog run free. Sie dürfen so einen Hund nicht frei laufen lassen. Are you crazy? Sind Sie verrückt? Are you crazy? Sind Sie verrückt? I'm sorry, I don't know the dog. Tut mir leid, ich kenne den Hund nicht. I'm sorry, I don't know the dog. Tut mir leid, ich kenne den Hund nicht. It is not mine. Das ist nicht meiner. It is not mine. Das ist nicht meiner. Exercise. Übung.
Exercise. Übung. Mom, why can't we eat the apple pie? Mama, warum dürfen wir den Apfelkuchen nicht essen? Mom, why can't we eat the apple pie? Mama, warum dürfen wir den Apfelkuchen nicht essen? He has a cell phone, but he always takes mine. Er hat ein Handy, aber er nimmt immer meins. He has a cell phone, but he always takes mine. Er hat ein Handy, aber er nimmt immer meins. Watch out. My dog bites. Achtung, mein Hund beißt. Watch out. My dog bites. Achtung, mein Hund beißt. Oh, the kid is cute. Oh, das Kind ist süß. Oh, the kid is cute. Oh, das Kind ist süß. Sorry, you are not allowed to make phone calls here. Tut mir leid. Sie dürfen hier nicht telefonieren. Sorry, you are not allowed to make phone calls here. Tut mir leid. Sie dürfen hier nicht telefonieren. Thirty-third lesson. Dreiunddreißigste Lektion. Thirty-third lesson. Dreiunddreißigste Lektion. The city tour. Die Stadtbesichtigung. The city tour. Die Stadtbesichtigung. Ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren. Ladies and gentlemen.
Meine Damen und Herren. Opposite is the train station. Gegenüber ist der Bahnhof. Opposite is the train station. Gegenüber ist der Bahnhof. And on the left you see the Cologne Cathedral. Und links sehen Sie den Kölner Dom. And on the left you see the Cologne Cathedral. Und links sehen Sie den Kölner Dom. We now have to get out and continue on foot. Wir müssen jetzt aussteigen und zu Fuß weitergehen. We now have to get out and continue on foot. Wir müssen jetzt aussteigen und zu Fuß weitergehen. There is a pedestrian area around the cathedral. Um den Dom ist eine Fußgängerzone. There is a pedestrian area around the cathedral. Um den Dom ist eine Fußgängerzone. We want to visit the cathedral first and then the old town. Wir wollen zuerst den Dom besichtigen und dann die Altstadt. We want to visit the cathedral first and then the old town. Wir wollen zuerst den Dom besichtigen und dann die Altstadt. Finally, you can drink a Kölsch, the typical beer from here. Zum Schluss dürfen Sie ein Kölsch trinken, das typische Bier von hier. Finally, you can drink a Kölsch, the typical beer from here. Zum Schluss dürfen Sie ein Kölsch trinken, das typische Bier von hier. And if you don't like beer, you get a glass of apple spritzer. Und wer kein Bier mag, bekommt ein Glas Apfelschorle. And if you don't like beer, you get a glass of apple spritzer. Und wer kein Bier mag, bekommt ein Glas Apfelschorle. Exercise. Übung.
Exercise. Übung. We're going to Cologne next weekend. Wir fahren nächstes Wochenende nach Köln. We're going to Cologne next weekend. Wir fahren nächstes Wochenende nach Köln. If you don't want to walk, take the subway. Wer nicht zu Fuß gehen will, nimmt die U-Bahn. If you don't want to walk, take the subway. Wer nicht zu Fuß gehen will, nimmt die U-Bahn. Finally, we want to visit the cathedral. Zum Schluss wollen wir den Dom besichtigen. Finally, we want to visit the cathedral. Zum Schluss wollen wir den Dom besichtigen. I don't like Frankfurters, do you? Ich mag keine Frankfurter Würstchen. Und Sie? I don't like Frankfurters, do you? Ich mag keine Frankfurter Würstchen. Und Sie? You have to get out here. Sie müssen hier aussteigen. You have to get out here. Sie müssen hier aussteigen. Thirty-fourth lesson. Vierunddreißigste Lektion. Thirty-fourth lesson. Vierunddreißigste Lektion. What you are allowed to do and what you are not allowed to do. Was man darf und was man nicht darf. What you are allowed to do and what you are not allowed to do. Was man darf und was man nicht darf. You cannot cross the street when the red light is on. Man darf nicht bei Rot die Straße überqueren.
You cannot cross the street when the red light is on. Man darf nicht bei Rot die Straße überqueren. You can't ride a bike while drunk. Man darf nicht betrunken Fahrrad fahren. You can't ride a bike while drunk. Man darf nicht betrunken Fahrrad fahren. You can't say that someone is crazy. Man darf nicht sagen, dass jemand verrückt ist. You can't say that someone is crazy. Man darf nicht sagen, dass jemand verrückt ist. But you can go for a walk in shorts. Aber man darf in Shorts spazieren gehen. But you can go for a walk in shorts. Aber man darf in Shorts spazieren gehen. And you can wear sandals with socks. Und man darf Sandalen mit Socken tragen. And you can wear sandals with socks. Und man darf Sandalen mit Socken tragen. You can actually do anything that doesn't bother the others. Eigentlich darf man alles machen, was die anderen nicht stört. You can actually do anything that doesn't bother the others. Eigentlich darf man alles machen, was die anderen nicht stört. Yes, after 10 o'clock in the evening, you must not listen to music or play the saxophone. Ja, man darf nach 10 Uhr abends weder laut Musik hören noch Saxophon spielen. Yes, after 10 o'clock in the evening, you must not listen to music or play the saxophone. Ja, man darf nach 10 Uhr abends weder laut Musik hören noch Saxophon spielen. In short, you can do what is allowed and not what is prohibited.
Kurz, man darf machen, was erlaubt ist, und nicht machen, was verboten ist. In short, you can do what is allowed and not what is prohibited. Kurz, man darf machen, was erlaubt ist, und nicht machen, was verboten ist. Exercise. Übung. Exercise. Übung. You can do anything you want, children. Ihr dürft alles machen, was ihr wollt, Kinder. You can do anything you want, children. Ihr dürft alles machen, was ihr wollt, Kinder. It is forbidden to cross the street when the red light is on. Es ist verboten, die Straße bei Rot zu überqueren. It is forbidden to cross the street when the red light is on. Es ist verboten, die Straße bei Rot zu überqueren. Thomas has neither the time nor the desire to ride a bike. Thomas hat weder Zeit noch Lust, Rad zu fahren. Thomas has neither the time nor the desire to ride a bike. Thomas hat weder Zeit noch Lust, Rad zu fahren. You shouldn't disturb the others. Man darf die anderen nicht stören. You shouldn't disturb the others. Man darf die anderen nicht stören. Hello, is there someone here? Hallo, ist hier jemand? Hello, is there someone here? Hallo, ist hier jemand? Thirty-fifth lesson. Fünfunddreißigste Lektion. Thirty-fifth lesson. Fünfunddreißigste Lektion. A nice man.
Ein netter Mann. A nice man. Ein netter Mann. Tell me, is that your dog? Sagen Sie mal, ist das Ihr Hund? Tell me, is that your dog? Sagen Sie mal, ist das Ihr Hund? Yes, it's mine. Why? Ja, das ist meiner. Warum? Yes, it's mine. Why? Ja, das ist meiner. Warum? Dogs are not allowed in the cathedral. Hunde dürfen nicht in den Dom. Dogs are not allowed in the cathedral. Hunde dürfen nicht in den Dom. But my dog doesn't bite. Aber mein Hund beißt nicht. But my dog doesn't bite. Aber mein Hund beißt nicht. It makes no difference. Forbidden is forbidden. Das macht keinen Unterschied. Verboten ist verboten. It makes no difference. Forbidden is forbidden. Das macht keinen Unterschied. Verboten ist verboten. But I come from far and want to visit the cathedral. Aber ich komme von weit und möchte den Dom besichtigen. But I come from far and want to visit the cathedral. Aber ich komme von weit und möchte den Dom besichtigen. You can, but without your dog. Das können Sie auch, aber ohne Ihren Hund. You can, but without your dog. Das können Sie auch, aber ohne Ihren Hund. You have no choice. Sie haben keine Wahl. You have no choice.
Sie haben keine Wahl. Maybe you can take it for 5 minutes. Vielleicht können Sie ihn 5 Minuten nehmen? Maybe you can take it for 5 minutes. Vielleicht können Sie ihn 5 Minuten nehmen? Are you crazy? I am on duty. Sind Sie verrückt? Ich bin im Dienst. Are you crazy? I am on duty. Sind Sie verrückt? Ich bin im Dienst. And he doesn't know me. Und er kennt mich nicht. And he doesn't know me. Und er kennt mich nicht. It doesn't matter. He likes everyone. Thanks. See you soon. Das macht nichts. Er mag jeden. Danke. Bis gleich. It doesn't matter, he likes everyone. Thanks. See you soon. Das macht nichts. Er mag jeden. Danke. Bis gleich. Hold on, it's not that easy. Wait, wait. Halt! Halt, das ist nicht so einfach! Warten Sie! Warten Sie doch! Hold on, it's not that easy. Wait. Wait. Halt! Halt, das ist nicht so einfach! Warten Sie! Warten Sie doch! Hey, you there. Speak softly. Hey, Sie da! Sprechen Sie leise. Hey, you there. Speak softly. Hey, Sie da! Sprechen Sie leise. And dogs are forbidden here.
und Hunde sind hier verboten. And dogs are forbidden here. Und Hunde sind hier verboten. Thirty-sixth lesson. Sechsunddreißigste Lektion. Thirty-sixth lesson. Sechsunddreißigste Lektion. 1. A good match. Eine gute Partie. Look, Claudia, do you know the man there? Guck mal, Claudia. Kennst du den Mann dort? Look, Claudia, do you know the man there? Guck mal, Claudia. Kennst du den Mann dort? That one? The big blonde? Den da? Den großen Blonden? That one? The big blonde? Den da? Den großen Blonden? Yes, that one. Don't speak so loud. Ja, den. Sprich doch nicht so laut. Yes, that one. Don't speak so loud. Ja, den. Sprich doch nicht so laut. He is said to be terribly rich. Er soll schrecklich reich sein. He is said to be terribly rich. Er soll schrecklich reich sein. How do you know? Woher weißt du das? How do you know? Woher weißt du das? I heard it yesterday. Ich habe es gestern gehört.
I heard it yesterday. Ich habe es gestern gehört. Where, then? Wo denn? Where, then? Wo denn? Two girls talked about him in the supermarket. Zwei Mädchen haben im Supermarkt über ihn geredet. Two girls talked about him in the supermarket. Zwei Mädchen haben im Supermarkt über ihn geredet. What did they say? Und was haben sie gesagt? What did they say? Und was haben sie gesagt? They think he's an interesting prey, rich, single, a bit old, but not too ugly. Sie finden, dass er eine interessante Beute ist. Reich, ledig, ein bisschen alt, aber nicht zu hässlich. They think he's an interesting prey, rich, single, a bit old, but not too ugly. Sie finden, dass er eine interessante Beute ist. Reich, ledig, ein bisschen alt, aber nicht zu hässlich. Hey, wait. Where do you want to go? Hey, warte! Wohin willst du denn? Hey, wait. Where do you want to go? Hey, warte! Wohin willst du denn? Exercise. Übung. Exercise. Übung. Do you know the woman there? Kennen Sie die Frau dort? Do you know the woman there? Kennen Sie die Frau dort? His wife is said to have a lot of money. Seine
Seine Frau soll viel Geld haben. His wife is said to have a lot of money. Seine Frau soll viel Geld haben. Where are we going tonight? To the theater or the opera? Wohin gehen wir heute Abend? Ins Theater oder in die Oper? Where are we going tonight? To the theater or the opera? Wohin gehen wir heute Abend? Ins Theater oder in die Oper? What did you say? Why do you speak so quietly? Was hast du gesagt? Warum sprichst du so leise? What did you say? Why do you speak so quietly? Was hast du gesagt? Warum sprichst du so leise? Did you hear where he was going? Haben Sie gehört, wohin er fährt? Did you hear where he was going? Haben Sie gehört, wohin er fährt? Lesson 37. Siebenunddreißigste Lektion. Lesson 37. Siebenunddreißigste Lektion. A good match. Eine gute Partie. A good match. Eine gute Partie. She really goes there. Sie geht wirklich hin. She really goes there. Sie geht wirklich hin. That cannot be true. Das darf nicht wahr sein. That cannot be true. Das darf nicht wahr sein. And now she even speaks to him. Und jetzt spricht sie ihn sogar an.
And now she even speaks to him. Und jetzt spricht sie ihn sogar an. What can she tell him? Was kann sie ihm sagen? What can she tell him? Was kann sie ihm sagen? He laughs, he offers her a place. Er lacht, er bietet ihr einen Platz an. He laughs, he offers her a place. Er lacht, er bietet ihr einen Platz an. She sits next to him, very close. Sie setzt sich neben ihn, ganz nah. She sits next to him. Very close. Sie setzt sich neben ihn, ganz nah. She's totally crazy. Sie ist total übergeschnappt. She's totally crazy. Sie ist total übergeschnappt. They are talking, he looks here. Sie unterhalten sich, er sieht hierher. They are talking, he looks here. Sie unterhalten sich, er sieht hierher. What am I doing? They wave to me. Was mache ich nur? Sie winken mir. What am I doing? They wave to me. Was mache ich nur? Sie winken mir.